Hallihallo, meine Freunde, und schön, dass ihr wieder am Start seid. Es ist mal wieder soweit. Ein Konvoi-Modus im der 1.44. Ja, als Test mit Pandachen. Grüß dich erstmal. Guten Abend. Wir sind gerade in Wien und möchten... Ja, wo wollen wir eigentlich hinfahren, Pandachen? Wir fahren nach Innsbruck, fahren an der A2 vorbei, an Graz und Klagenfurt. Und dann von der A10 schön mal ein paar Serpentinen und Landstraßen mitnehmen. Und dann halt, wie gesagt, nach Innsbruck. Genau, also das wird auf jeden Fall eine spannende Tour. Das ist, wie gesagt, der erste Test jetzt für uns im Konvoi-Modus, weil morgen im Sonntag soll ja ein Livestream passieren. Und ja, wir nehmen das hier ganz geschmeidig am 21. auf. Und ihr habt ja schon ein paar Infos und danke für den ganzen Support, auch bei Pandachen. Der bedankt sich auch über den ganzen Support, den ihr uns gebt, was ihr schon alles gesehen habt, abgesperrte Strecken und. Maximus hat einen Unfall gebaut. Geht ja schon wieder gut los. Ja, dafür könnt ihr auf jeden Fall den hier da lassen. Ein Däumchen. Ja, das wird wahrscheinlich eine Premiere. Pandachen, lädst du auch das hoch? Ja, oder? Ja, ich stimme gerade auf und ich würde es am Sonntag im Laufe des Tages bringen. Genau, Sonntag, Laufe des Tages. Aber ihr könnt es aus Pandachens Sicht sehen. Also am Sonntag. Und bei mir aus der Perspektive würde mich natürlich freuen, wenn ihr dem Pandachen auch das mal den Support da lässt. Bei mir, ich habe eingestellt den automatischen Bremsassistenzen. Assistenzen? Oh Gott. Ja, Chat, lacht mich bloß aus. Ich habe momentan, ich erzähle gleich ein bisschen was, warum ich hier ein bisschen so leide. Nein, den ACC ist ja drin. Wurde von SCS gar nicht so richtig thematisiert. Und das habe ich wirklich nur über Umwegen. Also Boti hat mich darauf gebracht und da hat der YouTuber Toast, Grüße gehen raus, da schon ein Video gebracht. Und ja, dachte ich mir, bringst du doch einfach mal. Und ja, wir werden hier viel Außenkamera ein bisschen fahren. Die zweite Serpentinstraße. Und ich denke mal, wenn wir hier schon kein... Oh, mein LKW hat komplett abgebremst und Warnblinkanlage. Okay. Also schon mal so ein Fehler von diesem System, ne, was du gerade nutzt. Ja. Weil ich nutze es noch nicht. Ja, ich nutze es. Ja, ich würde auch sagen, du hast es auch nötiger als ich. Ja. Wenn ich ein bisschen bremse, geht der gleich, obwohl ich den Tempomat noch gar nicht drin habe. Wenn ich, glaube, trotzdem zu nah bei dir rankomme... Das probiere ich jetzt mal aus. Dann an der Stelle können wir vielleicht auch mal schon verraten, für diejenigen, die jetzt neugierig sind, das kann man über Konsolenbefehle steuern, ist aber wohl noch nicht wirklich so im Spiel richtig implementiert. Deswegen ja. Hat SCS auch noch nicht wirklich was dazu gesagt. Genau. Das ist aber so eine kleine Aussicht, wo die Reise hingeht. Und ich mache jetzt einfach mal... Ich mache mal 85. Wie schnell fährst du? Ich kann jetzt auch auf 85 beschleunigen, ja. Hey, jetzt geht zum Beispiel... Jetzt eingeloggt 85. Macht er trotzdem nicht bei mir jetzt. Vielleicht geht das im Konvoi-Modus nicht nur im Singleplayer. Das kann natürlich auch sein. Weiß ich jetzt nicht. Müssen wir alles mal ausprobieren. Nee, wir fahren nicht schneller wie 80. Das ist, denke ich mal, ganz entspannt. So. Links halten? Ja. Ah, kommt jetzt schon wieder KI-Fahrzeuge hier. Mal ein bisschen schauen. Nein, ich habe momentan... wo wir jetzt das Video aufnehmen, ist alles ein bisschen tricky bei mir. Und ich habe die letzten Wochen ganz schön zu kämpfen gehabt. Ich habe ja immer wieder gesagt, ich habe ja irgendwie Zahnschmerzen. Aber ich war jetzt beim Zahnarzt. Das liegt nicht daran, dass ich Zahnschmerzen habe. Es liegt daran, dass ich total verspannt bin. Und das geht quasi aus dem Nacken heraus. Und das war, ich habe ja auch die letzten Wochen auch immer wieder erzählt, dass ich auf Arbeit ziemlich viel zu tun habe. Und wenn man da schon die ganze Zeit verspannt vor dem Rechner sitzt und quasi, hier jetzt auch noch ein bisschen, das hat, ich sage mal, die YouTube-Arbeit ist ein bisschen weniger geworden. Ich habe mir da ein bisschen mehr Luft gegönnt, weil ja auch noch private Sachen manchmal so zum Tragen kommen. Aber wie gesagt, das kommt jetzt und wenn ich ein bisschen zur Ruhe komme, mich hinlege, habe ich jetzt momentan so eine Schmerzen, dass es den Nacken, den ganzen Kieferbereich auf der rechten Seite bis zu den Ohren, da hilft auch keine Schmerztablette. Ich habe mir jetzt eine reingepfiffen, also wenn ich jetzt dummes Zeug laber, dann liegt es daran.
Also so. So, aber kommen wir mal, ne, the show must go on. Es muss weitergehen. Wir fahren jetzt hier ganz normal erstmal Autobahn. Wenn wir dann nachher dann zu den Serpentinen kommen, wird es definitiv interessanter. Ich habe 580 PS. Wie viel PS hast du drin? 520. 520, naja, sind wir ja fast ebenbürtig. Ja. Viele Mods, die wir sonst immer benutzt haben, funktionieren immer noch. Und ich muss sagen, die Tankstellen, die sehen schon mit der Farbgebung, ja, sieht auf jeden Fall gut aus. Ja, die sind sieht so, auf jeden Fall neu aus, ja. Ja. Jetzt hat er zum Beispiel wieder Warnblinkanlage-Anlehmer. Okay, bist du jetzt langsamer geworden, oder? Ja, der ist langsamer, der hat den Tempomat rausgemacht. Mhm. Achso. Na, ich habe ja auch extra deswegen jetzt die Firmen- und Tankstellen-Mods noch nicht aktiviert. Nee, das nicht, das brauchen wir nicht. Weil das jetzt momentan auch hier so schon ganz gut aussieht. Ja, muss man sagen. Also wir werden auch die nächste Zeit erstmal in Österreich bleiben. Und so, was ich jetzt von der ganzen Community gehört habe, sind sie im größten Teil wirklich sehr begeistert. Man muss immer sagen, das ist umsonst. Ja, und eine Sache, worauf ja viele schon gewartet haben, oder ja, hier haben wir jetzt die ganzen Schilder, das habe ich auch schon des Öfteren gesagt, die uns jetzt sagen, wie weit die nächste Stadt ist. Also, man merkt schon, wie viel Liebe sie hier reingesteckt haben. Und ich hoffe, und wir hoffen alle, dass sie an Deutschland auch nochmal ein bisschen mehr Liebe geben. Guck mal hier. Was ist das? Ja, Wiegestation. Ach. Kenne ich so noch nicht mit der S2. Nee, aber die muss aber auch noch nicht so richtig voll. Hier fehlen noch ein paar Assets, ne? Hm. Also, die sah jetzt noch ein bisschen nackig aus, fand ich. Naja, ist ja egal. Müssen wir mal gucken. Großes Thema war ja auch mit der Liftachse von den LKW, also dieses Hoch und Runter. Ja, ja. Wie oft man das denn benutzt, ist eine ganz andere Sache. Aber es gibt ja in Spiele, ja, zum Beispiel beim Euro Truck Simulator, gibt es ja auch LKWs wie dort vorne ein Renault. Dass halt viele mit einem anderen LKW unterwegs sind und nicht mit einem Renault, heißt ja nicht, dass man diesen LKW dann einfach auslässt. Nein, das bildet eine gewisse Vielfalt und dieses Feature wie Fenster runter oder dass ihr eure Differential manuell noch einstellen könnt, selber schalten könnt und. Ja, Trailerkabel, dass man die animiert sieht oder auch, dass man jetzt den LKW runter und hoch bocken kann. Ja. Das sind Sachen, die gehören im normalen Leben dazu und sie haben jetzt die Mittel gehabt, das umzusetzen. Und das bildet ein bisschen mehr Realismus ab. Und ja, nicht jeder wird es nutzen, aber es gehört eben auch dazu. Der Renault da vorne. Da gibt es aber noch zwei Sachen, die ich ansprechen will. Ja. Erste Sache ist, Österreich ist eigentlich bekannt dafür, dass sie relativ viele Renault fahren, tatsächlich. Sowohl im Pickup- wie auch LKW-Bereich. Und zweitens, das mit den Liftachsen nach unten machen, geht nur bis zu einer Geschwindigkeit von 50 km/h. Ja, dann geht's wieder hoch, wird, ne, diese überschritten, geht es wieder hoch, ja, auf die Ausgangshöhe. Da kann man aber auch über die Konsole wohl was einstellen, habe ich heute mir schon sagen lassen, dass die dann dauerhaft unten sind. Ja, also, aber es, ja, es gibt, also man merkt dann schon, dass, man muss ja mal sagen, SCS arbeitet ja mit vielen Sachen und einige Sachen, die sie jetzt schon reinbringen, werden wir erst später erfahren, warum sie das gemacht haben. Ja, das Soundsystem, was sie umgearbeitet haben. Ja, LKWs sollten ein bisschen sich besser anhören. Ja, denn die Scheiben hoch und runter, ja. Das alles, das waren schon die ersten Vorläufer, um halt den Konvoi-Modus, den wir jetzt hier gerade fahren. Oh, neuen Aussichtspunkt. Sieht schön aus hier. Guck mal. Schön. Das ist eine schöne Raststätte hier. Bitte mal reinschreiben, wo ist das hier? Ja, sind Anzeichen, die uns, ja, in die Zukunft. Und da kann es doch sein, dass wir vielleicht irgendwann mal Low-Deck-LKWs bekommen. Und Krone Megaliner. Krone haben sie schon drin. Und ich denke mal, Krone wäre wahrscheinlich auch nicht abgeneigt. Da
wollten sie ja sowieso mit Krone noch mal einige Sachen machen. Und bis jetzt haben wir noch nichts weiter gesehen. Ja, aber abwarten. Und ja, vielleicht sind da nur Lizenzsachen, die das erstmal noch verhindern. Warten wir mal ab. Aber es wird definitiv immer wieder mit solchen Sachen fortlaufen, dass so eine kleine Hardcore, würde ich jetzt nicht sagen, aber mehr ins Realismus Thema hier reingeht. Weil, sind wir mal ehrlich, irgendwann wird es mal einen Nachfolger geben müssen. Ob er Euro Truck Simulator 3 heißen wird, ob er irgendwann mal World Truck Simulator heißt oder World Logistik Simulator, ja, dass man alles irgendwie nehmen kann, wo man aussteigen kann, wo man einzelne Knöpfe, den Trailer abkoppeln, ja, die Beine hoch und runter. Es gibt ja schon diesen Australian Truck Simulator, dieses Video, wer das noch nicht angeguckt hat, solltet ihr euch auch mal angucken. Das sind schon, und deswegen immer mal über den Teller rangucken, mal bei anderen Spielen, was eigentlich möglich ist. Und das könnte ich mir irgendwann mal auch für den Euro Truck Simulator, ja, den Nachfolger in vielleicht 5 oder 10 Jahren mir vorstellen. Weil irgendwann, wenn es weitergehen soll, muss es eine Alternative geben. Ja. Und was man jetzt aber schon lernt und wie das dann bei der Community ankommt, hilft SCS später mal, das ganz große Ding rauszubringen. Und ich, naja, ich bin ja ein Geschichtenerzähler. Hier, Achtung, Geschichtenerzähler Maximus ist wieder am Start. Ich gehe trotzdem davon aus, dass sie irgendwo im Hinterstübchen schon Ideen haben für ein weiteres Spiel, ob es im Bereich Fahrsimulation ist. SCS ist auch bekannt für Jagdsimulation und sonstige Spiele. Ja, der richtige Durchbruch war halt durch die LKW-Simulation. Und daher denke ich mal, werden sie im Bereich Logistik bleiben, weil da haben sie ihre Erfahrung und haben natürlich aber auch die Kontakte zu den einzelnen Firmen. Ja, und das ist doch eigentlich schon eine Hausnummer, die sollte man nicht versiegen lassen. So ähnlich sagt man das. So, wir haben jetzt erstmal hier noch eine ziemlich entspannte Wörthersee. Schön hier. Auch hier wieder eine neue Rastanlage. Ich glaube, da bin ich... Stimmt, die ist ja ein bisschen größer. Die bin ich ja im Dingsland gefahren. Da ist ja jetzt noch so ein Händler. Nee, Aussichtspunkt. Also sie haben schon sehr, sehr viele neue Dinge hier mit eingebracht. Das hier ist komplett neu alles. Ist eigentlich ein komplett neues DLC, obwohl es keins ist. Ja. Aber wie gesagt, das Ganze kostenlos. Und dann darf man auch nicht traurig sein, wie ich schon gelesen habe, dass man vielleicht ein bisschen enttäuscht ist, dass keine neuen Städte dazu gekommen sind. Aber dafür sind alle Städte, die bisher da waren, komplett neu gestaltet. Genau. Also das kann man ja schon mal sagen, dass das... Ach, guck mal hier. Ach, bei KI-Fahrzeugen macht er das. Muss dann zweimal auf den. Ja, bei KI-Fahrzeugen macht er den Tempomat, bei anderen nicht. Also, bei uns hier Konvoi. Aha. Was mir gerade auffällt, wenn man jetzt hier links fahren würde, das ist ja keine Absperrung. Man könnte durchaus dahin fahren. So. Sonst ist ja immer X da. Ne? Vielleicht haben sie die vergessen. Kannst ja auf Fehlersuche gehen. Achso. Insider. So. Und weiter geht's. Ach, das ist einfach. Und wir werden jetzt erstmal die ganze Zeit. Ich patche nicht mehr zurück. Es gibt für mich keinen Grund, um zurück zu patchen. Ich will das jetzt hier sehen. Also bedeutet das erstmal keine Pro-Mods, keine anderen Mod-Maps und es gibt erstmal auch kein Truck SMP. Was natürlich bedeutet, wenn das wieder alles funktioniert, dann sind wir wieder da unterwegs. Das ist natürlich klar. Wir haben aber jetzt die Möglichkeit von Deutschland
Über Österreich nach Italien ohne, Oh, wunderschön. ganz ehrlich, ja, ohne irgendwie Probleme zu haben. So, sage mal, das wäre doch hier, ich weiß gar nicht, gibt es den Brenner? Über den Brennerpass irgendwie? War das Österreich? Ich bin schon Der wieder Brenner rot. ist Österreicher. Mein Gott, dann fahr noch langsamer hier. Bremst du mich hier aus? Passatfahrer. Kann ja wohl nicht angehen. Passatfahrer. Schreckliche Typen. Ich glaube, da ist auch jemand hinterm Steuer mit einer sehr hohen Stirn. Achtung, jetzt kommt ein Fahrzeug. Also jetzt, aber. Ich werde dir gleich Jetzt mal mal. in Ruhe stören. Du bist ja aber ein paar Backpfeifen. Ah, fühlt sich angesprochen, ja. Nein, nein, ich kann halt ordentlich denken, du Ei. Ach nee, ey. Das ist schon wieder alles. Wieso mein Handy aus eigentlich? Hilfe, was hier passiert. So, aber die spannenden Teile kommen gleich und ich muss wirklich sagen, ich habe mich, wo ich das hier abgefahren bin, gefreut wie so ein kleines Kind. Also wirklich wie so ein kleines Kind. Das große Problem war, dass ich so gut wie gar keine Zeit habe, das alles so richtig ausgiebig Moment, zu genießen. Moment, wir sind falsch gefahren. So ein Ei. Nicht, dass wir gleich schon mal fallen oder so. Weil ich habe jetzt keine Mod aktiviert, die irgendwie nichts ausblendet, deswegen war ich jetzt ein bisschen irritiert. Ja, da haben wir es doch gleich ausprobiert. Ja, lass uns erstmal fahren. Ja, stimmt, wir fahren jetzt irgendwo. Nirgendwo. Ja, okay, so kann man es natürlich auch machen. Warte mal, wo geht's denn eigentlich hin? Ja, wir müssen jetzt ein bisschen aufpassen. Ich glaube, da vorne hält die Map fast auf. Ja. Da müssen wir uns hier gerade umsetzen. Ja, da hört die Map auf. Da haben sie einfach vergessen, ein paar X reinzumachen. Ne, dann auf den Seitenstreifen. Alles klar, wir können ja Flycam machen, das ist ja nicht das Problem. Oder überhol mich mal. Also du merkst auch hier, ne, wie hier die Map so, wie sie es hier gestaltet haben, ne? Oh, Schaden gibt es dann trotzdem, wenn man hier dagegen fährt. Hier, kein Gras. Natürlich ist ja logisch. Au, was machst du denn? Hey, wieso? Ich hab nichts gemacht. Ach so, nee, ich bin gegen die Leitpflosten gefahren. Also, wisst ihr, es muss immer eh nach einer Schuld sein. So, jetzt pass auf, jetzt haben sie X reingemacht, wir kommen hier Abfahrt nicht hoch. Ja, Freunde, ihr könnt uns jetzt auslachen. Sagen wir, müssen wir jetzt nicht hoch? Nee, doch, dahin, ja, genau. Pass auf, jetzt wirst du gleich wie so ein Karnickel hopsen. Ach, herrlich. Haben wir jetzt gespart? Geld? Ja, wir haben die Maut umfahren, ja. Ey, Mensch! Weißes Auto, gefährlich. Aber, guck mal, wir fahren jetzt Richtung Berge. Ist das nicht herrlich? Ja, ich finde, die haben auch genau diese Alpenstraße, haben sie es sehr gut hinbekommen, dass man wirklich das Gefühl hat, dass man sich auf einer Höhenlage befindet. Also das muss man schon hoch anerkennen. Ja, das, was man eigentlich schon aus dem, ja, aus den ATS so kennt, ne? Das haben sie versucht, ja, so gut wie möglich hier umzusetzen. Und wir haben noch 200, oh ja, fast 300 Kilometer noch. Und der spannende Abschnitt wird jetzt gleich kommen. Und ja, nochmals wegen diesen ACC, diesen, ja, Activated Cruise Control Control. oder ja, irgendwie so adaptives Tempomatensystem und Bedüse. Ja, das muss ich sagen, das wird ja vielleicht in der Zukunft irgendwie auch mal wichtig werden, wenn hier vielleicht autonome Fahrzeuge oder dass man außerhalb des Konvois noch mehr machen kann. Also, ich meine jetzt mit diesen Absicherungsfahrzeugen. Schauen, also. Vielleicht wird es da auch noch was geben. Einer fährt vor, alle anderen fahren hinterher.
Guck mal, auch hier könntest du jetzt eigentlich gerade ausfahren, ne? Ja, da sind die ganzen. Oder ist es die Mod mit dem. Ach, hier mit dem. Mit den Dings? Wird das sein, die Mod? Mit den Hütchen? Mit den Hütchen! Denkst du? Ja! Weil, das kann nicht sein. Das ist definitiv die Mod mit den Hütchen, die das alles deaktiviert. Glaube ich. Weil sonst. Nee. Das ist. Würde ich sagen. Könnt ihr mal hier, die jetzt gerade in den Chats sind, wir haben ja hier so eine Hütchen aus dem Steam Workshop, weil das andere funktioniert ja nicht. Und dann könnt ihr ja mal reinschreiben, ob ihr denkt oder ob ihr wisst, dass es daran liegt. Aber jetzt geht's hier hoch in die Berge. Was ist schön. Herrlich. Da muss man definitiv ein bisschen vorsichtiger fahren und da haben ja schon einige geschrieben, gerade wo wir auf diesem ganz hohen Berg waren. Wie hieß der nochmal? Nicht Gotthard? Wie hieß der nochmal? Oh, ist mir gerade auch entfallen. Großglöckner oder so. Oder, ja, irgendwie so hieß er doch. Irgendwas mit großen Glocken, ja. Ja, großen Glocken ist immer gut. Unter Palmen und Meeren und nasse Glocken. Ja, ist egal. und da muss man, ich glaube, bis 2,5 oder 2,8 irgendwie ist man hoch, fährt man. Und in der Nacht dürfte sowieso keiner hochfahren. Also haben schon einige sehr ausgiebige ja, Texte reingeschrieben. Ja, das ist wirklich schön hier mit den Häusern. Oh, da will man direkt Urlaub machen. Ja, und hier, guck mal, hier drüben hat man auch die Möglichkeit, sich mit seinem LKW mal hinzustellen, ne? Und einfach mal eine Runde Pause machen. So. Naja, wir haben hier noch ordentlich Brot vor uns. Ey, ist das feini. Und wie ist es jetzt? Hast du ab und zu mal so eine Ruckler? Ja, FPS-Einbrüche als jetzt unbedingt Ruckler. Aber das hält sich echt in Grenzen. Aber ja. Die 1 dran fühlt sich auf jeden Fall viel, viel schlimmer. Ja, finde ich auch. Ab und zu mal habe ich auch so einen kleinen Ruckler, aber es fühlt sich wieder harmonischer und ja besser an. Mal hier, jetzt haben wir hier einfach so ein Häuschen hier, ne? So wie es da halt dann ist. Da sind ein paar Häuschen bei den 7 Zwergen. Das sieht einfach nur schön aus. Aber ganz ehrlich, das sind doch meistens Hotels, ne? So eine Riesenhäuser. Ja, meistens Hotels oder Ferienanlagen. Ja. Ja. Also, oder du hast eine richtig große Großfamilie, wenn du jetzt hier in so einer Hütte wohnst, ey. So eine Riesengroßfamilie. Jetzt hämmern wir hier so lang. Boah. Baby, ey, das ist. Das Problem ist, ich will die ganze Zeit immer so nach außen. Ja. Hm. Oh, schön. Aber hier ist wieder dieser Kreisverkehr mit den kleinen Figuren in der Mitte. Auch ganz süß. Das ist schön, dass du es süß findest. Ja. Und dein Hintergrund hier, dieser Bergmassiv da. Guck an. Das ist einfach nur romantisch. Hier werden wir jetzt noch richtig zu Romantiker. Ja, definitiv. Ja. Hannerchen, lass uns in den Urlaub fahren. Aber ich sag dir eins, Hand in Hand gehen wir nicht. Ja gut, ich heb dies einfach auch nicht auf, ne? Ich habe Flüssigseife. Richtig viel. Oh je, wie die. Aber hier könnte ich mir auch sehr gut vorstellen, Pilze sammeln zu gehen in den Wald. Du, Leistungsmarsch. Ganz ehrlich. Und hier musst du aufpassen, hier gibt es die Hanghühner. Die haben ein kurzes und ein langes Bein. Ja. Okay. Ja. Funktioniert ja sonst nicht. Eieieiei, guck da das mal an, ey. Wie wir hier so runterkrusen. Ja, aber so einen Rucksack geschnappt, ja, schön Lunchpaket drinne und dann einfach mal eine Runde wandern.
Ja, und wenn du sagst, jetzt machst du mal eine Viertelstunde eine Pause, du setzt dich einfach hin, genießt einfach mal dieses Entschleunigen, dieses Weg von diesem Stress, du musst immer, du musst. Nein, ein Scheiß muss man. Man muss einfach mal ein bisschen entspannen, aber ja, Freunde der untergehenden Sonne, lasst euch nicht von Maximus irgendwelche klugen Ratschläge geben, der ist ja selber nicht anders. Für ihn ist 2 Stunden auf der Couch liegen Luxus. Geht ja momentan nicht, weil wenn ich liege, da habe ich Kopfschmerzen. Und das, ja, ich werde alt. Ich muss es mir einfach eingestehen, dass ich wirklich alt werde. So. Der Warnblinker ist schon wieder an hier. Aber so ist es. Was willst du machen? Oh, hier mit den ganzen Blümchen. Herrlich. Schön. Aber du musst mal die Gewalt, also was die Natur alles bewirken kann, die Eiszeit, ne? Das sind ja viel, glaube ich, durch die tektonischen Plattenverschiebungen und glaube durch die Eiszeit, ne? Sind doch. Ne, die Alpen sind, glaube ich, durch die tektonischen Plattenverschiebungen passiert, ne? Das kann sein. Erdkunde war jetzt nicht mehr leistungslos. Naja, warst du Kreide holen, ne? Genau. Oh, hier, das ist auch richtig. Wo sind wir jetzt eigentlich? Ich glaube in Österreich. Ey, wenn du jetzt ein paar Backpfeifen haben willst, dann sag's einfach. Aber hier könnte man vielleicht ein schönes Foto machen. Das ist doch irgendwo hier bei den Häusern. Oh, das sieht einfach nur schön aus. Genau so stelle ich mir das vor. Das ist für mich Österreich. Hier mit den Häusern da hinten. Fantastisch. Wir sind in Österreich. Ah. Luxemburg sieht auf jeden Fall nicht so aus. Ja. So, schön. Dann hier schön. Die Tankstelle. Pizza essen, lecker, lecker. Ja. Pizza Hut. Nee, Pizza Haus. Hier ist ein Supermarkt. Ja, dann haben wir den Weg erstmal. Guck mal hier, und dann hat man hier diese Fußballstadion, ne? Oder ja, bei den Milchproduzenten. Na, guck mal an. Ich habe heute Quark gegessen. Naja, das machen die auch. Schön Quark mit Kartoffeln habe ich gemacht. Einfach lecker, Schlecker. Ohne Leinöl, aber ich dafür ordentlich Zwiebeln rein. Junge, der Klimawandel, der kommt von mir. So, jetzt sind wir hier in Leongang. Sehr interessant. Leongang? Oh, schön hier. Ey, vor allem, die haben ja. Die müssen ja hier sitzen. Gut, hier dieses Häuschen, was wir jetzt da sehen. Oh, hier könnte man ein Foto machen. Ey. Hier ist auch schön. Die haben schon sehr, sehr viele neue Gebäude. Nicht nur ein, zwei. Das ist einfach nur. Uiuiui. Fantastisch. Machen wir mal die Ansicht hier, dass ihr es einfach mal ein bisschen genießen könnt. Nicht wie ich dann immer so hin und her swabbel. Oh, schön. Ja, wir rein. So, wir sind schon bei 28 Minuten. Wir sind sehr gut. Kommen wir voran. Wir sind, naja. Ich muss auch sagen, wir fahren auch ziemlich zügig. Ne? Normalerweise dürfte man hier nur 50 fahren. Ja, das naja, heißt, es gibt Leute, die fahren immer 10 km schneller. Werden geblitzt, ja. Ja, die soll es geben. Habe ich gehört. Ist Kerle. Ja, da muss man eben. Und wenn ihr denkt, wer war das von uns beiden, dann schreibt es einfach mal rein. Ja. Soll ja Premiere werden. Und da möchte ich auch gerne eine Interaktion haben. Und ihr könnt. Ja. Und ihr könnt ja mal reinschreiben, wer ist denn morgen dabei zu sehen, wenn wir mit noch mehr Leuten hier durch Österreich, also Österreich unsicher machen. Aber für mich ist es definitiv ein absolutes Highlight. Und ich wäre
natürlich trotzdem traurig, wenn wir dieses Jahr kein weiteres Kartenerweiterungs-DLC oder eine Überarbeitung von gewissen Bereichen. Aber das sind die richtigen Wege. Man muss nicht immer alles auf die Goldwaage legen. Das hier umsonst ist einfach nur grandios. Und dafür nochmal definitiv einen Kuss an SCS, dass sie uns das kostenlos geben. Das Problem an der ganzen Sache, und das sage ich ja immer wieder, ein Update ist dafür da, ein Spiel immer auf dem aktuellen Stand zu behalten. Dieses, ja, dass es läuft. Ihr habt damals den Euro Truck Simulator gekauft, vielleicht sogar schon 2012, 13, 14, und dass denn das nicht mehr so zeitgemäß aussieht, manche Bereiche. Ja, aber ihr habt es irgendwann mal gekauft und da war der damit zufrieden. Die Technik geht voran und dann könnte man ja, so wie andere Hersteller, ein Remastered, ein was weiß ich, Remake und dann nochmal einen Vollpreistitel verlangen. Das macht SCS nicht. Sie hauen das einfach als Update umsonst raus. Das Problem an der ganzen Sache ist, wenn die jetzt zum Beispiel bei der 1.45 einfach sagen, sie müssen dann unter der Haube noch ein paar Veränderungen machen oder vielleicht eine andere Schnittstellenbasis einpflanzen. Sagen wir einfach mal DirectX 12. Und ihr seht aber nichts oder merkt nichts, aber die Arbeit, die dahinter steckt, ist sehr, sehr komplex, ja, um die nächsten Schritte, vielleicht sowas wie Wetter, ja, also Season, Sommer, Frühling, Herbst und Winter, genau in der Reihenfolge. Oh. Was? Der Kunde erwartet die Lieferung sehr bald. Ach so? Zumindest bei mir. Ja, und jedenfalls, na gut, du hast ja, nee, das hat damit nichts zu tun, ja, da kommt bestimmt bei mir hoch. Was ich sagen wollte. Jetzt kommt ein Update, was man oberflächlich nicht so viel sieht, weil man hier jetzt, man kann den LKW hoch und runterfahren, man hat andere Schildersystem implementiert, auch auf der deutschen Karte, ja, wie weit man von einer einzelnen Stadt manchmal so entfernt ist. Man hat hier Österreich überarbeitet und, ja. Und eine Erleichterung für die Mods, also im... Ja. Was hast du da jetzt, hast du da großartig was gesehen? Also ich habe jetzt nicht so drauf geachtet. Für den Konvoi im Modus. Was ich gesehen habe, ist, dass die italienischen Mautstellen überarbeitet wurden, dass die Grenzen zu Russland und Kaliningrad überarbeitet wurden. Ob das was mit dem Hard of Russia DLC zu tun hat, weiß ich nicht. Ob sie das einfach so vorhatten. Die sind auch um einiges größer geworden und detailreicher. Da stehen jetzt sie Panzer haben, da oder was? Na, nicht ganz. Sie haben beim Renault Range T einen neuen Innenraum, eine neue Option dazu gefügt, haben den Range T generell auch überarbeitet, von innen und außen. Ja, da habe ich noch bestimmt was vergessen. Also, Force Feedback wurde überarbeitet. Ja, ja. Deswegen, ich hatte ja auch mal so ein Problem, dass auf jeden Fall mein Lenkrad komplett übelst gar nicht ging, ja. Also manchmal konnte ich ja rumsteuern, da waren wahrscheinlich schon ein paar Vorboten. Nee. So, jetzt haben wir so viel bekommen. Boah, ey, mein LKW ist jetzt voll in die Bremse gegangen, weil du den KI ausgebremst hast. Also. Ich hab geblinkt, der muss mich reinlassen. Ja, 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 ja. Also sollte man im Konvoi-Modus auch nicht einschalten. Vielleicht im Singleplayer, ja, aber im Konvoi-Modus solltet ihr diesen Konsolenbefehl lieber nicht machen. Ja, das bringt nichts. So. Aber jetzt kommt, wie gesagt, die, irgendwann mal die 1.45. Ja, wann kommt die 1.45? Könnt ihr gerne in den Chat reinschreiben. Ja, könnt ihr gerne machen. Und dann sind die Leute wieder enttäuscht, weil dann offensichtlich weniger kommt. Aber für SCS oder für die Spielentwicklung es essentiell wichtig ist, dass dieses Update jetzt herauskommt mit diesem Umfang. Also sage ich immer wieder, hört immer auf rum zu jammern. Wenn die ein Update bringen und da gibt es eben nur 3-4 Knöpfe, die man dann bedienen kann, oder ja, dann ist das so. Aber viele sind einfach wahrscheinlich jetzt noch viel mehr verwöhnt, wenn sie das hier sehen, Österreich.
Und das werden auch einige sein, die dann sagen, naja, was ist denn eigentlich jetzt mit Dings hier? Mit Deutschland, warum überarbeiten sie das nicht nochmal? Oh, Junge, ja, Junge, hab Junge. Habe ich alles schon lesen dürfen, ja. Ja. Ja gut, vielleicht bin ich auch manchmal dran schuld, weil ich das immer wieder thematisiere und sage, hey, ich hoffe, dass die Deutschland auch nochmal anfassen. Aber viele überspannen dann halt manchmal den Bogen, ne? Ganz locker durch die Hose atmen. Ui, guck mal hier, Eurogoodies. Das ist auch so eine Firma, neues Logo, neue Toiler Designs und auch hier das Firmengelände. Naja. Gab's auch noch nicht. Ja, du kannst hier rückwärts reinfahren in die Dinger. Na, gucken wir mal, wo wir rein können in die Olga. Also das muss ich jetzt da hinten hinstellen, da stehen die Hütchen. Und das, ja, und ich guck mal. So, wo will er mich? Ich müsste jetzt da hinten, hier rein. Such da rein. Ah, ne, ist ja langweilig, da stehst du ja schon. Ja, warte, ich gebe jetzt sofort ab. Ja, ich gebe auch gleich sofort ab. Das Einparken kriegen wir auch so hin. Das brauchen wir nicht. Haben wir schon 10.000 Mal gesehen, wie es geht. Guck mal bei Pannerchen an, wie das geht. Aber ja, die Firma, die habe ich schon, das Firmengelände habe ich schon gesehen, aber mit einem anderen Logo. Oh, eine Faule und Fortgeschrittene. Dass man hier zum Beispiel rückwärts einparken kann. Ui, Gott sprach, es werde Licht und es wurde Licht. Und ja, muss sagen, das gefällt mir sehr gut hier alles. Also in zwei Positionen. Das sieht jetzt aus wie so ein richtiges Logistikzentrum. Gerade auch mit diesen ganzen Packungen hier und den hier, den Vorarbeiter und den Nacharbeiter und den... Ach, guck mal hier, das ist er doch. Gabelstaplerfahrer Klaus. Ja. Ja, moin. Ja. Ob er, der ist richtig motiviert. Der ist richtig... Der hätte eine Schule aufpassen können, aber wollte er nicht. So. So, ja. So ist das. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ich würde mir auf jeden Fall wünschen, wenn ihr morgen wieder am Start seid beim Livestream und morgen kommt dann nochmal von Pandachen aus seiner Sicht. Dann könnt ihr ja selber entscheiden, wer ist denn besser gefahren von uns beiden. Und ich hoffe, euch macht es auch Spaß, dass wir einfach mal so jetzt wir beide oder vielleicht noch einen zweiten und dritten Mann einfach mal so als Konvoi auch Videos machen. Schreibt es einfach mal rein und vergesst bitte nicht den Daumen. Das ist Support. Das bringt uns auf jeden Fall ein bisschen weiter. Auch Kommentare. Ja? Umfrage beenden. Umfrage. Ach so, da war eine Umfrage. Na siehst du, Pannerchen hat sogar eine Umfrage reingemacht. Ich weiß es gar nicht. Ja, der Ehrenmann. Und mit diesen Worten machen wir jetzt einen Fisch. Ich sage, haut rein. Macht's gut. Bye, bye.